So, hallo. Ich habe jetzt wieder was vorbereitet und zwar möchte ich wieder ein Video aufnehmen für eine Lehrveranstaltung, also zur Unterstützung, ein kleines Tutorial. Allerdings kann auch jeder oder jede, die interessiert sind, natürlich auch gerne sich das Video anschauen und vielleicht hoffentlich was daraus lernen. Das Thema jetzt ist Raspberry und zwar, sagen wir mal, Physical Computing, also das heißt, wie kann man Interaktionen machen mit Dingen, die man an den Raspberry anschließt. Und auch noch Processing. Processing ist ja auch ein Tool, das oft mal eingesetzt wird, um irgendwie leicht irgendwie Prototypen zu programmieren oder auch Interaktionen zu ermöglichen. Und das Ganze kann man ganz gut zusammenbringen. Und wie das funktioniert, möchte ich eben jetzt zeigen. In einem hoffentlich recht kompakten Tutorial und Video. Ja, also was habe ich hier? Ich habe einen Raspberry und ich habe eben dieses Tool Processing und ich habe dann auch noch verschiedene Sensoren. Ja. Ich kann da mal auch kurz einfach mal was zeigen. Und zwar, das sieht man hier die Raspberry-Oberfläche hier. Das ist eben das, was man hier auf der. Hier, da ist jetzt die Maus, die ist quasi in einer VNC-Projektion der Raspberry Desktop-Oberfläche. Die habe ich quasi mit dem Rechner hier gekoppelt. Und was ich hier noch habe, ich habe hier den Raspberry selber, den kann ich mal kurz zeigen. Und zwar hier, das ist der Raspberry, so sehen die aus. Das ist im Prinzip ein kleiner Rechner, der hier jetzt einfach mit über USB mit dem Mac verbunden ist. Und das andere da unten, das ist das Kabel, das hier rausgeht, das ist quasi die Stromversorgung. Ja, da schließt man dann den Strom an. Und normalerweise hätte ich hier hinten noch weitere USB-Anschlüsse und auch noch die Möglichkeit, hier vorne HDMI anzuschließen. Und über USB könnte ich quasi auch noch eine Tastatur anschließen und eine Maus und über HDMI natürlich einen Monitor. Also das wird natürlich auch so funktionieren. Ich brauche natürlich da keinen Mac dazu, um das Ganze zum Laufen zu kriegen. Genau. Das Tolle an dem Raspberry ist natürlich jetzt auch, ich habe hier diese Pins, diese GPIOs, also diese GPIOs, General Purpose Input Output Pins und da kann ich im Prinzip Sachen anschließen. Ich habe jetzt einfach mal da drei von den Kabeln hier nach außen gelegt und habe die hier einfach an so ein Board mit angeschlossen, sodass ich da Sachen draufstecken kann einfach. Ne? Also das ist eigentlich so die ganze Sache, die ich hier habe. Und was ich hier habe, das sind hier verschiedene Detektoren. Hier zum Beispiel so ein Hindernisdetektor. Oder hier habe ich noch ein Neigungsschaltermodul. Und hier habe ich noch einen einfachen Taster, mit dem werde ich mal anfangen. Genau, der Taster ist das hier. Ja, genau. Und die haben immer, wie man sieht, hier drei Pins. Ja, genau. Der hier auch. Ja. Ich zeige das mal kurz auf einer Webseite. Die werde ich jetzt mal einfach mal kurz hier drüber schieben. Kleinen Augenblick bitte. Genau, dann schiebe ich mal die Webseite hier drüber so. Genau. So, also hier sieht man, da gibt es dieses Tastermodul. Das Ganze ist übrigens das Sensor-Kit X40. Da gibt es so eine ganze, das kann man sich so kaufen. Kann man mal hier zeigen. Das ist im Prinzip bei Konrad oder auch bei anderen Geschäften. Da gibt es so eine ganze, so ein Säckchen voller verschiedener Sensoren. Da habe ich zum Beispiel hier, das ist ganz nett, so ein Joystick auch und verschiedene andere Ein-Ausgabegeräte, die ich da einfach anschließen kann. Oder auch hier, also eben irgendwelche LEDs oder so. Das sind so eine ganze Reihe. Da kann man sich mal durchprobieren. Und ich habe jetzt hier mal aus diesem Wiki, da kann man dann sich da mal die aussuchen, hier den Taster. Das ist im Prinzip das Teil hier. Ja. Und
Da gibt es immer eine Kurzbeschreibung und das sieht man schon auch. Also GND, das ist Ground, also Minus, und der mittlere, das ist Plus V, das sind 5 Volt, die da reingehen. Und das dritte ist das Signal. Also das heißt, wenn da ein Signal anliegt, dann wird der Taster betätigt. Also der braucht quasi eine eigene Stromversorgung. Dafür ist der eben relativ, sagen wir mal, intelligent auch. Ja. Und das ist eigentlich bei den ganzen Teilen so, dass die eben meistens drei Pins haben, also eine quasi zwei Pins für einen Stromkreis und einen für das Signal, das da noch irgendwie anliegt oder nicht anliegt. Und das kann man einfach mit dem Raspberry eben verbinden. Ja. Also das ist eigentlich die Sache. Ich schiebe das wieder weg. Genau. Also das war jetzt eigentlich das. Das sieht man auch auf dem Raspberry Desktop hier. Das sieht man auch schon. Da habe ich quasi auch eine Webseite offen. Ja. Und da sieht man dann auch einmal, dass ich hier, was ich gerade kurz gezeigt habe in dem Video, das kann ich ja hier nochmal zeigen. Das ist hier, das sieht man da oben. Das liegt quasi jetzt, das müssten wir jetzt um 90 Grad drehen, das Kamerabild. Das kann ich ja auch mal machen. Moment, so. Genau, dann ist das quasi identisch hier. So. Genau so. Dann ist das quasi genau das, was man hier auch sieht. Und da hat man im Prinzip hier, habe ich angeschlossen, 5 Volt und Ground. Das sind die beiden oberen Kabel, das rote und das orange, das hier rauskommt. 5 Volt und Ground. Und da unten, das weiße, da habe ich einfach den Pin 21 genommen. Ja. Und diese Kabel, wie gesagt, die gehen dann eben hier nochmal in das Board rein. Dummerweise wechseln die hier die Farbe. Das habe ich leider jetzt keine anderen parat gehabt. Und dann kann ich eben da, ich könnte da direkt über diese Kabel, weil die ja auch im Prinzip so eine Steckverbindung haben, könnte ich die direkt anschließen. Aber damit ich jetzt schnell mal für das Video zum Wechseln die Sensoren tauschen kann, habe ich das jetzt eben einfach mal hier auf das Board gesteckt. Ja? Genau. Und jetzt habe ich ja mal die Möglichkeit, das kann man mal kurz zeigen, einfach mal die Tasten auszulesen. Hier habe ich jetzt hier so ein kleines Skript. Das ist jetzt nicht der 4, sondern das ist der 21. So, mal kurz das hin. Das ist im Prinzip das Skript. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Ich kann mal kurz vielleicht auch die Schrift ein bisschen größer machen. Ja, das geht schon. Kann man, glaube ich, schon lesen. Was man hier jetzt hat, bisschen größer vielleicht, ne? Machen wir wenigstens auf 18 Punkt. Kann man ja Gott sei Dank alles schön ändern. Genau. Also was man hier jetzt hat, ist der Pin 21. Das ist ja der, den ich da angesteckt habe. Und da lege ich jetzt einfach mal eine Int-Variable, weiß ich diesen Wert 21 zu, also Button Pin. Was ich einbinde, ist dieses Processing.io. Das ist einfach die Bibliothek, die es überhaupt ermöglicht, mir das Ganze ein- und auszulesen. Und ja, dann ist es so, Processing, das arbeitet so, das Setup, das ist eine Methode, die wird nur einmal ausgeführt. Und Draw ist eine Methode, die wird eben normalerweise 30 Mal in der Sekunde ausgeführt. Und nachdem das Setup ja nur einmal ausgeführt wird, werde ich diese Methode eben nehmen, um jetzt diesen Pin-Mode zu bestimmen, weil ich kann nämlich als Pin-Mode entweder Input oder Output machen. Also für zum Beispiel LEDs, wenn die leuchten sollen, dann möchte ich ja quasi Strom rausschicken oder Signal raus und da möchte ich eins lesen, deswegen muss das auf Input sein. Ja, genau. Und dann mache ich eben in der Draw-Methode einfach nichts anderes als folgendes. Ich sage, ich lese diesen Pin 21 mit GPIO Digital Read, Pin 21, und wenn der low ist, dann ist der Button gepresst. Ansonsten,
ist er eben nicht gepresst. Das kann ich natürlich umdrehen, das ist eigentlich egal. Aber im Prinzip ist es so das Setup. Und das kann man jetzt gleich mal testen, indem ich jetzt da einfach mal zum Beispiel den Taster nehme und den jetzt hier so drauf stecke. Ja, genau hier. Ich muss schauen, dass ich den richtig hier hinstecke. So, ne? Genau. Jetzt steckt der da so drauf und ist quasi mit diesen einzelnen Pins verbunden. Ne? Genau, mit seinen drei einzelnen Pinchbeinchen. Und wenn ich jetzt hier das Ganze auf Play klicke, dann kommt hier einfach so ein kleines Feld. Und jetzt kann ich ja hier mal drücken. Und dann wird tatsächlich hier, wenn ich hier klicke, dann wird das einfach, dann wechselt es die Farbe. Wenn ich drücke, wird es low, dann wechselt es die Farbe. Und dann kann ich so einfach einen anderen Schalter als jetzt Tastatur an so einen Raspberry anschließen. Das ist eigentlich das, was ich hier machen kann. Ja. Ich kann natürlich diese anderen Sensoren auch mal versuchen. Das heißt, das war jetzt dieser Taster hier. Ich kann jetzt einmal zum Beispiel den Neigungsschalter nehmen hier. Das ist der da. Muss ich mal kurz einfach weglegen. So, genau. Und jetzt sieht man hier, der ist jetzt drinnen. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel mal einfach das Ding neigen und dann geht es aus. Wieder an, aus, an, aus, an. Weil das ja auch nichts anderes ist wie so ein Schalter, ne? Im Prinzip, ja. So. Genau. Oder ich kann natürlich jetzt noch den anderen nehmen. Das ist dieser Hindernisdetektor, da muss ich mal schauen. Den muss ich jetzt. Also im Prinzip ist das jetzt hier so, wenn ich jetzt hier die Hand drüber tue, dann geht er an und aus. Den muss man nämlich andersrum einbauen, weil da die Pins andersrum sind. Das ist jetzt einfach das, was jetzt hier der Vorführeffekt war. Okay, jetzt geht's. Und da kann ich einfach auch, das geht sogar recht gut, wie man sieht. Das ist quasi so Magie. Das ist einfach, ob irgendwas im Weg ist. Das geht sogar relativ weit weg hier. Genau. Also das kann ich jetzt hier mit Processing und Raspberry machen. Und ich möchte dich nur ein bisschen mehr machen. Das ist nämlich jetzt das, was so einfache Beispiele ist schön und gut. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier einfach mal irgendwie Farben ändern oder so. Das ist das eine. Aber ich möchte natürlich jetzt auch zum Beispiel Videos steuern. Ja? Und jetzt habe ich überhaupt mal, wie spiele ich überhaupt ein Video ab mit Raspberry und Processing vielleicht. Ja, das ist das nächste, was man hier mal zeigen kann. Ich habe hier ein paar Videos. Moment. Die sind hier einfach in so Ordnern drin. Also das heißt, da gibt es immer in den Raspberry in seinem Dateisystem, in dem Processing-Ordner. Da habe ich eben diese verschiedenen Processing-Sketches in irgendwelchen Ordnern. Und zum Beispiel jetzt der Play-Video, was ich jetzt da spiele, gibt es einen Ordner Data. Und da liegen dann verschiedene Videos drin. Zum Beispiel mal zwei Videos, Video 1 und Video 2. Ja. Genau. Und wenn ich das jetzt spiele, das ist jetzt quasi ohne die Verbindung mal zu diesen einzelnen Tastern. Das mache ich mal kurz. Dann kann ich hier einfach Video spielen. Das ist einfach nur minimal jetzt Video. Und wenn ich jetzt auf den Screen klicke, auf das Feld, dann wird das eben, dann wechselt es das Video, dann wird es das Video 2. Dann kann ich wieder klicken, dann wird es wieder das Video 1. Ja. Da kann ich auch mal kurz den Code erklären. Das funktioniert eben auch mit Raspberry und Processing ganz gut. Da gibt es eine spezielle Bibliothek, die heißt GL Video. Die ist für diesen GL Streamer. Das ist so ein spezieller Videoplayer für Linux. Und
Da kann ich eben Objekte vom Typ GL Movie erzeugen. Da habe ich jetzt mal zwei Videos. Und dann gibt es das Video, das eben das aktuelle Video ist, das ist das Video, das nur Video heißt. Ja. Und dann mache ich bei Setup folgendes: Ich lade jetzt mit New GL Movie die beiden Videos, die ich spielen will, und sage, die sollen loopen. Und sage dann, das aktuelle Video ist einfach mal das Video 1. Und dann habe ich noch eine boolesche Variable changed, die ist auf false, die brauche ich dann, um das Video nur einmal zu wechseln. Genau, und dann mache ich folgendes, das muss ich hier auch immer so machen. If Video available, das heißt, wenn das Video spielbar ist, dann Video Read und dann mache ich Image Video, also das heißt, dann erzeuge ich ein Bild, das eben das Video referenziert an der Ecke 00. Und das hier mein Screen ist genauso groß wie das Video, das ist nämlich 400 mal 300. Genau, also das spielt hier das Video ab. Ja? Also das heißt, da wird immer ein neues Bild aus dem Video gelesen, wenn es available ist. Und dann wird das als Bild eben hier dargestellt mit dem Image-Befehl von Processing. Und ja, dann gibt es noch Folgendes hier. Wenn ich jetzt die Maus presse, also das heißt auf dem Video, auf der Fläche die Maus klicke, dann sagt er, okay, ist noch nicht changed. Und wenn noch nicht, dann setzt er diese Variable mal auf True und wechselt das Video. Ne? Und zwar, wenn das Video 1 ist, macht er aus dem Video das Video 2. Und wenn das Video 2 ist, macht er aus dem Video das Video 1. Und bei Maus Released, also das heißt, wenn ich den Maus-Button wieder loslasse, dann setzt der Changed wieder auf False und ich kann quasi das gleiche nochmal machen. Ich muss das mit dem Changed leider machen, weil er sonst die ganze Zeit das Video neu wechseln würde, weil das Pressed würde er die ganze Zeit auch aufrufen, weil wenn ich, solange ich eben die Maus gedrückt halte, das könnte man natürlich jetzt eigentlich schöner programmieren. Allerdings ist es so, das ist ähnlich wie das Verhalten von diesen Tastern, deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ja, genau. Also jetzt habe ich im Prinzip diese Videogeschichte hier. Und jetzt kann ich natürlich das auch, das Ganze mit den Tastern auch machen. Also ich kann zum Beispiel mal, da wechsle ich jetzt nochmal den Taster dann, dass ich sage, okay, ich habe hier den normalen Button. Das heißt, ich ziehe das jetzt nochmal raus hier. Jetzt muss man schauen, das war jetzt hier auf dem. Genau. Jetzt nehme ich nochmal den Button. Ja, genau, das heißt, der Button kommt hier rein. So. Jetzt habe ich quasi hier nochmal den Button. Und habe jetzt hier ein Processing-File, das heißt eben Videotaster. Genau. Da ist jetzt das Video. Ich ziehe es mal darüber. Genau, und wenn ich jetzt, hoffe ich mal, den Taster drücke, dann wechselt er einfach das Video. Genau, nochmal. Das sieht man schon auch, das andere Programm, das läuft auch noch. Und da muss ich natürlich ein bisschen umständlicher programmieren, weil ich natürlich nur das Video einmal wechseln will und dann soll es natürlich, wenn ich die Taste loslasse, wieder eigentlich das bleibende Video. Ja. Genau. Und wenn ich jetzt den rausziehe und jetzt zum Beispiel mal den Neigungssensor da einbaue, den muss ich auch so verkehrt rum einsetzen wieder. So. Und dann kann ich das auch drehen und dann bei Neigung spielt er dann das andere Video ab. So, dann muss ich einmal so zurück machen. So, genau. Genau, also das heißt, das funktioniert auch wie ein Taster im Prinzip. Genau, das lasse ich jetzt mal, erkläre mal kurz, wie das funktioniert.
Da ist es ja so. Ich habe jetzt diese beiden Programmteile zusammengefügt. Also ich habe hier dieses Video-Import, dann habe ich das I/O-Import, habe das dann hier diese drei Videos, also das habe ich einfach da rein kopiert, habe diese Changed-Variable, habe den Button-Pin, mache das Setup genauso wie mit den anderen Programmen vorher auch. Und dann kommt eine kleine Änderung im Prinzip. Nachdem ich das Video spiele mit dem Video Available, Video Read und Image, sage ich eben If not changed und GPIO Digital Read Button Pin gleich Low. Dann setze ich Changed auf True. Dann mache ich im Prinzip genau das mit diesem Mouse Press. Dann setze ich das einmal auf True. Dann geht er da kein zweites Mal rein, weil der geht ja nur in dieses innere If, in diesen Rumpf von dem If hier rein, wenn Changed False ist. Also das heißt, er geht nur einmal rein, setzt eben dann Changed auf True und wechselt dann die Videos, je nachdem, ob es das 1 oder das 2er ist. Und bei Else If guckt er eben, ob das eben High ist, also nicht gedrückt, und dann setzt er Changed einfach auf False. Das ist das Mouse Released quasi. Ja. Also eigentlich genau ähnlich, nur dass ich jetzt statt einer Maus irgendwelche Buttons oder auch Neigungssensoren haben. Da kann ich alles, was im Prinzip Low- oder High-Signal liefert, ist eigentlich eine Art Button. Das muss eben auch kein richtiger Button sein, das kann auch was anderes sein. Ja, genau. Und dann haben wir noch das dritte Programm. Ich mache mal den Taster auch kurz aus. Das mit dem Detektor noch. Das ist jetzt nochmal ein bisschen komplizierter. Da muss ich den jetzt wieder einbauen. Moment. Mal schauen, ob das jetzt wieder funktioniert. Ja. So. Jawohl. Jetzt ging es schnell. Gut. Also jetzt ist der Detektor wieder da. Jetzt habe ich Folgendes. Ich möchte jetzt einfach das Video wechseln, wenn ich da drüber lange. Da kommt das Video. Ich schiebe mal den so ein bisschen rüber. Und jetzt kann ich Folgendes machen, wenn ihr da drüber lang, wechsle das Video, gehe ich weg, ist es wieder das alte. Ja, und das, der Code nochmal, das ist ja dann folgendes. Ich habe da das Problem, dass nicht immer der Sensor so genau arbeitet. Also der liefert auch manchmal statt low, also statt dauernd gedrückt, wenn ich die Hand drüber halte, liefert er auch manchmal falsche Werte. Ja. Und das habe ich jetzt einfach folgendermaßen gelöst, indem ich einfach diese... Das Changed ist jetzt bei mir keine boolesche Variable mehr, sondern einfach eine Integer. Hoppala. Und die muss ich im Prinzip anders verwenden. Also ich mache da Folgendes, ich zähle einfach runter und rauf. Also das ist das, was ich hier noch mache. Und zwar, das sage ich Folgendes, wenn eben der gedrückt ist und Changed kleiner als 10 ist, dann zähle ich es hoch. Und wenn es kleiner minus 10, größer als minus 10 ist, dann zähle ich es runter. Und das heißt, da sieht man auch schon die Werte. Na, wenn ich jetzt da unten, da gebe ich mir die Werte mal aus. Jetzt ist es quasi minus 10, jetzt ist im Prinzip nicht die Hand drüber. Und wenn ich jetzt hier die Hand drüber tue, dann zählt er irgendwie hoch bis 10 und dann wieder runter bis minus 10. Na. Das heißt, ich habe dann gewisse, wenn jetzt da Ausreißer kommen und mal falsche Werte sind, dann macht es aber trotzdem nichts, weil im Prinzip
er zählt ja immer hoch und runter. Ne? Und das ist auch eine kleine Verzögerung natürlich. Aber jetzt funktioniert es übrigens auch trotzdem relativ gut. Also das letzte Mal, da hat es ein bisschen geschwankt. Das kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie gut da die Verbindung, also die Isolation ist oder was weiß ich, die Verbindung zwischen den Kabeln. Ja. Also jetzt funktioniert es sehr gut, aber man muss da trotzdem vielleicht ein paar Kleinigkeiten noch anpassen, immer, damit man eben solche Sachen ausgleicht, wie irgendwelche Schwankungen, die da irgendwie auftauchen können. Ja. Genau. Ja, aber wie gesagt, also das heißt, was man hier hat, ist eigentlich diese GPIO-Bibliothek, um jetzt diese Pins auszulesen und dann eine Videobibliothek, um jetzt Videos zu spielen. Mit der kann man auch alle möglichen Videos spielen, also MP4 oder QuickTime-Movies in guter Qualität, H.264-Videos. Wenn man jetzt das Processing installiert, ja, das ist auch so, da gibt es auf der Processing-Homepage gibt es extra ein Download für Raspberry, dann muss man Folgendes noch machen. Man muss das Ganze natürlich noch diese Bibliotheken initialisieren. Und zwar muss ich die einfach. Moment. Wo ist es wieder? Ich stoppe das jetzt einfach mal. Ich muss die natürlich extra noch einbinden. Also das heißt, damit hier habe ich ja diese Video und diese GL-Video Plugins quasi installiert. Und die muss ich natürlich irgendwo. Moment, jetzt finde ich es gar nicht. Add Library, hier ist das. Das ist irgendwie anders als bei der Mac-Version oder auch der Windows-Version vom Processing. Da ist es hier bei Sketch, Import Library, Add Library. Und dann bekomme ich hier so einen Contribution Manager. Und wenn ich dann eben hier Internetverbindung habe, dann kann ich die einfach installieren. Da gibt es halt eine ganze Menge Erweiterungen. Und da habe ich eben diese GL-Video-Bibliothek und dann auch diese GPIO. Die ist, glaube ich, schon vorinstalliert. Die kann man aber dann auch installieren. Diese Video braucht man nicht. Genau. Und wie bekommt man jetzt noch das Processing auf das ganze Raspberry drauf? Das kann man vielleicht auch noch mal kurz erklären. Und zwar brauche ich mal kurz einen Browser hier. Ich könnte natürlich auch den Browser vom Raspberry nehmen, aber ist egal. Auf der Processing-Seite selber. Da kann man das eben runterladen. Da gibt es hier Processing for Pi. Dann gibt es hier Download. Dann muss man einfach Folgendes machen. Man muss hier, kann man auch hier rauskopieren, einfach dieses Kommando hier rauskopieren. Also das muss ich natürlich dann auf dem Raspberry machen, weil hier, wenn ich Copy drücke und dann Remote darüber geht, dann geht das nicht. Und das gibt man dann in die Kommandozeile ein, das Ganze. Und dann, also Kommandozeile bekommt man, sage ich dann auch gleich mal. Und dann installiert er das eben. Das ist dann diese ARM-Version. Übrigens gibt es da auch Tutorials auf der Webseite, da sieht man auch dann Visual Synthesizer, auch so mit so Buttons im Prinzip. Oder auch irgendwie was anderes noch. Das ist ganz nett. Da kann man eben relativ viel machen. Hard- und Software zusammenbringen eben. Und ja, ne? Diese Kommandozeile, die bekommt man dann hier einfach. Ja, also das ist dann das, was man bekommt. Moment. Jetzt schaut da noch der Browser rein. So. Also die Kommandozeile, die habe ich dann hier. Und da gebe ich dann diesen Befehl hier ein. Ich kann natürlich diese Seite natürlich auch gleich bei Processing aufrufen. Vielleicht eine kleine Warnung ist, das funktioniert vielleicht unter Umständen nicht. Da kommt dann hier unten so eine Meldung mit einer Ausgabe, wie man den Fehler
wenn da einer auftritt, behebt. Da muss man nämlich eine Bibliothek deinstallieren und das kann man einfach machen, indem man diesen Befehl, der dann unten als Meldung kommt, rauskopiert und dann in die Kommandozeile einfügt und dann müsste es funktionieren eigentlich. Ja. Und noch eine kleine Warnung: Ich habe ja hier diese Remote-Verbindung mit diesem VNC-Viewer mit dem Mac aufgebaut. Und da ist es auch so, dass man da aufpassen muss, dass wenn man das Video nicht sieht, dann liegt es nämlich einfach daran, dass, kleinen Augenblick, dass dieser VNC-Viewer das Video nicht übertragen kann. Dass das in Wirklichkeit, wenn man einen normalen Monitor anschließt, tatsächlich gespielt wird. Aber der VNC-Viewer, der kann das nicht zeigen. Und da muss man einfach bei dem VNC-Viewer, das ist hier, wenn ich da draufklicke, da kann man hier bei Optionen, kann man, Moment, wo ist das? Bei Problembehandlung muss man dieses Aktivieren Direkterfassung experimentell, das muss man anhaken und dann funktioniert es auch mit der Übertragung. Ja, genau. Ansonsten also muss man das natürlich auch, dieses ganze Setup nicht so kompliziert machen. Das habe ich ja vor allem deswegen gemacht, weil ich natürlich jetzt das hier aufnehmen will. Also diese Raspberry-Oberfläche. Man kann natürlich einfach einen Raspberry nehmen und dann da eine Maus und eine Tastatur anschließen. Und wenn man da eine WLAN-Verbindung hat, dann kann man natürlich ganz normal irgendwie da arbeiten. Man kann mit USB-Sticks arbeiten und kann da auch Daten quasi draufladen. Man kann die einfach anstecken. Man hat ja hier sein Dateisystem, kann da auch ganz normal über diesen Explorer eben, wo man dann auch den USB-Stick sehen kann, eben Dateien hin und her ziehen. Und ja, man kann natürlich auch andere Sachen machen. Man kann das natürlich schon so machen, dass man remote arbeitet über einen Mac und dann Dateien zum Beispiel über SCP hin und her schieben oder man kann sich auch über eine Shell einloggen auf dem Raspberry. Da kann man natürlich viele Sachen machen, wenn man da länger dran arbeitet, dass es komfortabler wird. Aber an sich, wenn man ordentliche Tastaturen und ordentlichen Monitor hat, dann ist der Raspberry auch fast wie ein vollwertiger Computer. Und da kann man natürlich dann da relativ schön entwickeln, auch mit dem Processing. Also man kann ja auch den Code eigentlich dann teilweise auch auf anderen Rechnern vorentwickeln und dann eben ein bisschen anpassen vielleicht. Weil diese GL-Video-Bibliothek und diese I/O-Bibliothek, die kann man natürlich auf einem Windows-Rechner oder Mac eben nicht zum Laufen kriegen erstmal. Das ist eben speziell angepasst für diese Raspberry-Sachen. Ja, und dann vielleicht noch eine Anmerkung, wozu kann man das Ganze brauchen? Das ist einfach so, dass diese ja, Sache so ist, dass diese Pins, da kann man natürlich tolle Sachen damit machen, weil man da ganz viele Sachen anschließen kann, also Sensoren und Aktoren, die man an einem normalen Rechner nicht dran bekommt. Eben jetzt, wie gesagt, so ein Hindernisdetektor, der einfach den Abstand misst. So leicht bekommt man das jetzt nicht auf einem normalen Rechner zum Laufen. Also da kann man natürlich dann basteln. Also, das heißt, man kann sich dann eben eigene Konsolen basteln. Und bei uns der Hintergrund ist ja, dass das jetzt eine Lehrveranstaltung ist, die heißt Computerkunst und die ist eigentlich auch für eher weniger technikaffine Leute gedacht. Ja. Und deswegen eignet sich das Processing eigentlich auch ganz gut, weil man muss zwar irgendwo ein bisschen Verständnis aufbringen, aber es gibt ja viel Code-Schnipsel auch online und es ist einfach auch nicht so schwer. Und das Tolle daran ist, man kann natürlich auch mit so einem Raspberry, das ist der andere Vorteil, der ist natürlich auch mittlerweile voll multimediafähig sozusagen. Ja, der kann Videos abspielen, der kann Sound abspielen, der ist einigermaßen performant, der kann 3D-Sachen irgendwie machen. Das heißt, man kann diese Hardware und irgendwelche Grafik ganz gut zusammenbringen und Sound und so. Der kann auch über HDMI eben die ganzen Audio- und Videosignale rausschicken dann auch. Und man kann sich dann auch noch, das ist der nächste Vorteil, der ist sehr klein. Das heißt, man kann sich so eine, ja, Medienstation eigentlich ganz leicht bauen mit irgendwie ungewöhnlichen Eingabegeräten vielleicht. Das ist ja das Ziel auch, ne? Dass man sagt, man spielt jetzt Videos, indem man da einfach über den Bildschirm langt oder so. Das wäre ja eigentlich genau das, was man eben haben will.
Also das war ja auch das, was wir hier jetzt gemacht haben. Also das, um es jetzt nochmal zu zeigen, weil es einfach so nett ist hier auch, ne? Also ich habe hier das Video, wie gesagt, und dann kann ich einfach hier sagen, okay, spiele an das Video, irgendwie als Medienstation. Das sind ja jetzt nur mal so quasi Tutorial-Beispiele, die möglichst einfach sind. Da kann man natürlich auch tolle Videos nehmen. Man kann das Fullscreen abspielen auch. Ne? Diese ganzen Processing-Sachen, die kann man auch in so einem Präsentationsmodus abspielen. Und da kann man könnte ja nicht nur einen Sensor anschließen, sondern man hat ja da nicht nur einen freien Pin, sondern mehrere. Ne? Und man kann man ja auch fünf oder sechs oder sieben anschließen und könnte da sehr interessante Medienstationen machen mit sieben Videos, wenn man siebenmal über verschiedene Regionen eben drüber wischt mit der Hand oder so. Ne? Da kann man alles Mögliche dabei damit machen. Es gibt natürlich andere Einausgabesensoren, auch Temperatur, sogar Herzschlagsensor habe ich gesehen, gibt es hier in diesem Kit, ne? Dieses Sensor-Kit hier. Und ja, ich denke, da kann man einiges machen. Der nächste Vorteil von dem Raspberry ist natürlich auch, der ist sehr günstig. Das heißt, man kann sich günstig eine Medienstation bauen, weil die Sensoren selber sind ja einzeln auch nicht so teuer. Und der Raspberry, der kostet eben relativ wenig. Also so ein Dreier, der kostet vielleicht, weiß ich nicht, 40 € oder so in dem Preis, also maximal 60 €. Und man könnte sich auch einen günstigen Monitor noch kaufen. Die gibt es ja heute auch schon für quasi so knapp 100 € ungefähr. Und da kann man sich eine ganz tolle, robuste Medienstation mit ungewöhnlichen Ein-Ausgabe-Features selber bauen auch. Das ist eigentlich das Ziel. Und ich hoffe mal, dass das jetzt einigermaßen gut angekommen ist und verständlich. Und ja, wünsche dann auch viel Spaß beim Basteln natürlich, ne, bei dem ganzen mit Raspberry, und hoffe, dass ich jetzt hier auch ein paar Anregungen geben konnte zu dem ganzen Thema. Dankeschön.